So, hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir stehen vor dem Krankenhaus, in dem wir die, na, wer war's, Jessica Hamilton besuchen wollen. Das ist nämlich die Beifahrerin von diesem Unfallfahrzeug. Und wir haben ja bei ihr einen Brief gefunden, ja, wo sich die Mutter da ziemliche Sorgen macht. Und wir haben, ja, Unterwäsche gefunden, die zerrissen war, die wahrscheinlich ihr gehört. Wir haben außerdem das letzte Mal mit dieser June Ballard gesprochen. Das ist diese B-Movie-Schauspielerin, die Frau von diesem McAfee. Hört sich an wie der Virenscanner-Hersteller. Ja, und die ist gefahren. Und wir haben den Mark Bishop hier noch drin. Das ist nämlich der, der die wahrscheinlich unter Drogen gesetzt hat, behauptet zumindest June Ballard. Ja, ob man der Dame glauben kann, das weiß ich noch nicht. Die ist so ein bisschen komisch, aber wir werden das sehen. So, jetzt schauen wir erstmal hier im Krankenhaus vorbei und gucken mal, was die Jessica Hamilton so macht. Interessant war ja, dass auf der Beifahrerseite Blut war, auf der Fahrerseite nicht. Das fand ich zumindest interessant. Ja, mal gucken, was sich jetzt so ergibt. Hallo, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton? Oh yes, she's in the room, right behind you, Detective. Danke. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Okay. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? Ja, du bist June Ballard. B-Movie-Schauspielerin. Nicht Movie-Star. So, hier ist dann vermutlich die Patientin drin oder hier hinten. Ah, hier geht's noch weiter. Aber hier nicht. Wir sollten auch mal gucken, wenn wir sowas sehen wie Zeitungen oder ähnliches, dass wir darauf achten, dass wir diese Story ja noch haben mit dem Psychologen. Hello, Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Okay, also es gibt Anzeichen für einen Missbrauch, sagt er. Das ist das, was ich befürchtet habe. Dann sprechen wir gleich mal mit ihr. Gut, wir gucken uns hier mal trotzdem kurz ein bisschen um. Und schauen, ob wir noch irgendwelche Hinweise bekommen, bevor wir mit ihr sprechen. Junk. Chloralhydrat, sagt der Arzt. Das ist irgendein Betäubungsmittel offensichtlich. Gut, das werden wir jetzt hier nicht finden, weil hier ist ja nicht der Tatort, ne? Gucken wir mal auf diese Akte hier. Okay, Jessica Hamilton, Patientenname. Einlieferungszeit 2.45 Uhr nachts. Behandelnder Arzt Dr. Elias Webley, 15 ist sie. Sie hat ein Schädeltrauma, leichte Verletzungen durch Autounfall und Spuren von Chloralhydrat im Blut. Außerdem externe Blutergüsse im Genitalbereich und andere Hinweise auf Missbrauch. Ja, ich hatte sowas befürchtet. Kürzlich verabreicht das Chloralhydrat, keine weiteren Sedative ohne ausdrückliche Genehmigung verabreichen. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Ja, diese ganzen Blutwerte und Pulswerte sagen wir jetzt nichts, ich bin kein Arzt, aber ja, zumindest wissen wir dadurch, dass es auf jeden Fall einen Missbrauch gab, was ja eben auch schon die zerrissene Unterwäsche da letztlich angedeutet hat. Nope. You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me, not saying anything. Ja, dann sprechen wir mal mit ihr und gucken mal, wenn sich den Cole wieder bewegen würde. Er hat sich irgendwie festgefressen. Advice? Kid gloves when you talk to little Jessica Phelps. But anything she can remember will be useful. Das ist schön. Cole, beweg dich. So, danke. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig umgehen.
Wir fragen erstmal tatsächlich nach dem Unfall. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Ja, das bezweifle ich. Ich kann ihr zwar glauben, dass sie das verdrängen möchte, aber ja, das ist nicht so. Es ist was passiert. Wir werden mal das hier als Beweis, glaube ich, dafür nehmen und sie einfach, so leid es mir tut, der Lüge, ja, beschuldigen. Es hilft ihr ja nicht. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. Doch. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Ja, also wenn das der Preis fürs Berühmtsein ist, dann ist der Preis zu hoch. Dann ist der Preis definitiv zu hoch, aber das kann nicht sein. Sowas gibt es ja tatsächlich, also es ist ja auch gerade in den Nachrichten, irgendein Produzent wird quasi auch entsprechend angeschuldigt. Ich habe den Namen vergessen, aber das hat wohl wirklich einen realen Hintergrund und das ist, finde ich, das geht gar nicht. So, wir reden mal über den Kontakt zu den Eltern. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Das glaube ich nicht, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat sich die Mutter sehr viel Sorgen gemacht und wollte, dass sie unbedingt zurückkommt. Also werden wir das mal als Lüge annehmen. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Weil deine Mutter möchte, dass du zurückkommst. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Okay. Gut, wir reden mal über den Bishop. Sehe etwas über den Weiß möglicherweise. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Sie ist kein Big Movie Star, sie ist ein B-Movie Star und bei ihrer Einstellung hoffe ich, dass sie das auch bleibt oder nicht mehr wird als das. Haben wir einen Beweis dafür, dass sie ihn getroffen hat? Oder dass sie ihn nicht darüber getroffen hat? Ich glaube nicht. Wir können es höchstens anzweifeln, denke ich. Vielleicht. Wobei, sie guckt uns ja ziemlich deutlich an. Wir zweifeln es mal an. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Okay. Gut, dann reden wir mal über den Missbrauch mit ihr. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Also sie weiß nicht genau wo, sagt sie. Ich glaube nicht, dass wir das unbedingt anzweifeln können oder zumindest sie nicht der Lüge da überführen können. Ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn sie unter Drogen war, dass das schwierig war. Aber ich glaube, dass sie mehr weiß und deswegen zweifeln wir das mal an. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it?
Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Das sagt doch keiner. Why are you trying to hurt me? Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Wäre wohl besser. Weil das ist es definitiv nicht wert. Sagt doch keiner, dass sie ein schlechter Mensch ist. Sie ist einfach in den Umständen sozusagen gefangen. Aber ja, ich hatte sowas befürchtet, als wir die Unterwäsche gefunden haben. The tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Ja, das denke ich auch. There she goes. Come on. So, okay, da sollten wir jetzt nicht zu nah aufrücken. Denn sonst werden wir am Ende noch entdeckt. Am besten lassen wir mindestens einen Autoabstand zwischen uns oder ein anderes Auto zwischen uns fahren. Mallard is definitely up to something. Ja, das glaube ich auch. Irgendwie wirkt mir diese Dame auch komisch. Wir fahren mal hier hinter dem Grauen hinterher. Die hat irgendwie ein bisschen mehr, zu verbergen, habe ich das Gefühl. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Genau, exakt, das ist der Punkt. Offensichtlich geht's ihr sehr viel besser als der Jessica Hamilton und ja, sie hat irgendwie nicht diese, ja, diese Opferrolle so angenommen wie die Jessica. Ja, wir kommen ein bisschen zu nah. Wie unauffällig, dass ich einfach stehen bleibe. Get in there and see what she's up to. Okay, ein Café. Mit Control über der Tür in Deckung gehen. Fühlen Sie sich beunruhigt, dass ich hier so rumstehe? Okay, sie guckt noch. Ein Platz mit einer Zeitung. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Aha. Sie hat den Film. Welchen Film hat sie denn? Das ist die Frage. Und so gern ich dran glauben würde, dass sie letztlich ihn bestrafen möchte wegen Jessica Hamilton, denke ich doch eher, dass da was anderes dahinter steckt. Sie sagt ja auch nicht, dass... I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Turn right here. Oh, yeah. Shit. You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at his brother. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out.
Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die Ballard so, irgendwie... Ballard was doing someone a favor. Why did they try to kill her? Ich glaube nicht, dass die Ballard jetzt wegen der Jessica Hamilton... All units in the vicinity in car 11K, da kann ich keinen Satz zu Ende sprechen. Progress at apartment 803, Wilson's apartment hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Cross over, keep going straight. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Ja, ich bin dabei. Ich glaube nicht, dass ich die June Ballard Sorgen um Hamilton macht. So. Das wollte ich sagen, nachdem ich 10 Mal unterbrochen wurde. Ich denke eher, dass die andere Pläne hat und andere Dinge dahinter stecken. Wobei man immer sagen muss, es gibt eine Unschuldsvermutung. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass das noch anders kommt und Mark Bishop gar nicht derjenige ist, der an all diesem schuld ist. Aber ja, wir werden es rausfinden, denke ich. Und dann sagt sie eben noch, sie hat den Film. Right turn. Die June Ballard. Ich möchte gerne wissen... Welcher Film? So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Aus dem Weg. Roger KGPL, 11K en route. You're taking the next left. Ja. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Nähe. Das ist Wilson. Okay. Ja, wollen wir mal ein bisschen Gas geben. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Okay. Den Fahrstuhl und dann letzter Korridor rechts. Wenn Mrs. Bishop schon ziemlich aufgeregt ist. Wenn Mrs. Bishop schon ziemlich aufgeregt ist, dann ist wahrscheinlich, ja, das Ganze schon vorbei, sonst hätte sie ja nicht angerufen. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Okay. Ja, das ist ziemlich gründlich umgeräumt worden hier. Kann man wohl so sagen. Sie war offensichtlich hier, als das passiert ist. Ja, ich denke, wir werden das hier durchsuchen, allerdings tatsächlich nicht mehr in dieser Folge. Ich muss hier immer so ein bisschen an den Speicherpunkten den Cut setzen, weil sonst habe ich das Problem, dass wenn ich das nächste Mal lade, ich viel zu weit vorne oder zu weit hinten starte, wenn der Speicherpunkt ungünstig sitzt und dann sind die Cuts merkwürdig. Ja, deswegen würde ich sagen, das nächste Mal schauen wir uns hier um, untersuchen das mal und dann sprechen wir mit Mrs. Bishop und schauen mal, was wir in diesem Fall noch weiteres erfahren. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.